sprechen den an. Nehmen. Ansprechen, nehmen. Ansprechen, nehmen. Ansprechen, nehmen. Ansprechen, nehmen. Ansprechen. Ich hoffe, das sind jetzt nicht zu viele. Okay, das reicht. Oh, oh. Ach, Quatsch. Oh, Leute. Bam. Ist ja mega krass. Ich krieg sogar XP für den Quatsch. Also 2, 3, 4, 5, 6. Oh shit. Hey, das ist übel, was man hier machen kann. Zeig mal her. Naja, mega übel. Einmal noch, hä? Nochmal so eine richtig fette Dosis. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, okay, okay. Das sind ein paar jetzt. Komm schon. Boah. Mach Blitze! Nein! Oh Leute, fuck! Ah, ist das jetzt ärgerlich? Mm. Scheiße, ich hätte aufpassen sollen. Oh, ich hätte echt aufpassen sollen. Wo sind denn wir? Oh nein. Oh shit. Ah, also nochmal alles schnell durchrushen. Mega ärgerlich. Scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, na gut, aber ey, das ist ja ein richtiger Cheat hier. Ja, ich beeil mich und dann geht das schnell. Ich beeil mich, ich beeil mich. Ich weiß ja alles, was ich drücken und machen muss. Ja. Dun, dun, dun. Ah, das ist der Ausgang gewesen. So. Okay. Das haben wir schon gelesen. Kennen wir schon. Ah, jetzt kommen diese ganzen Fliegeviecher hier. Ich tue gerade den ganzen Raum zusammen. Ja. Das glaube ich am besten. Ja, die zocken ja fast. Sehr schön. Noch was zu holen hier? Dann ziehen wir weiter.
Kennen wir. Wir. Ich. Okay. Ihr habt den General. Wir wissen, dass die sich jetzt opfern. So. Da waren nur Fliegeviecher drin, gell? Ja. Oh Gott! Ich glaube, das war Machtsprung gewesen. Warte, das will ich jetzt nochmal auspressen. Oh, ich glaube, das ist Machtsprung. Wenn ich von Weitem das mache, kann das sein? Kann das sein? Ich denke, dass ich einfach zwei Parts draus machen werde. Ah, jetzt ist es zu spät. Hier gab es nichts zu holen. Okay. Gut, jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren. Jetzt speichere ich dann kurz vorher ab. Oh shit! Geil! Man lernt nie aus. So, hier war die Tür, ne? Genau. So, speichern wir schnell. Okay. Heilen wir uns auch schnell. Leute, wartet. Ach, komm jetzt. Ach, ich Depp. Los. Was? Yes, das wollte ich. Oh, unser Mann. Oh, unsere Macht regeneriert sich ja echt mega krass. Das muss ich echt zustimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, was? Komm schon. Nochmal. Heil dich! Oh, Leute! Verdammt! Das regt mich richtig auf, Mann. Scheiße. Ich will das doch endlich schaffen. Das hätte ich draußen sicher auch machen können. Mit meinen Begleitern.
Komm schon nochmal. Oh, das war knapp. Weißt du was, ich speichere jetzt am besten. So, speichern. So, speichern. Ja, sehr schön. Ich wollte ein bisschen mehr leben. So. Und wo war das? Hier, das da war gut. Ja, genau. So, und noch Machtfähigkeit. Angriff, Schaden, wenn es... Gut. Also langsam finde ich den Trick hier richtig geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, das reicht. Schon. Boah. Perfekt. Oh, das ist perfekt. Yes. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So, noch einmal machen wir und das reicht. Eine letzte große Gruppe. Schnell speichern vorher. So. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Stopp. Boah, scheiße. Nein, nicht das, du Depp. Komm schon. Oh, shit. Nein. Komm schon. Oh, scheiße. Das will ich noch schaffen. Diese 10 Gruppen. Diese 10er Gruppe will ich einfach noch schaffen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Wo haben wir denn gerade einen? Dass ich gerade einen Angriff starten kann. Hier. Halt, stopp, stopp, stopp. Wo rennst denn du hin, du Deppmann? Ach, der checkt das nicht. Nein. Stopp. 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 Ich häng fest. Oh, Leute! Oh, unglaublich. Nee, jetzt echt unglaublich. Was ist denn da los jetzt? Hey! Dieser Bastard! Alter, noch ein Treffer und ich bin weg. Yes! Und der letzte da hinten. Oh, der ist... Komm her, komm her. Oh, war das knapp. Wir haben es geschafft, Leute. Und wir sind wieder ein Levelaufstieg. Oh, das ist schon ein bisschen Cheaten hier, aber ohne Scheiß. Aber wen interessiert's? Ho, 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 ho. So. Hm. Ganz cool. Ganz, ganz cool. So. Dülle-dum, dülle-dum. Okay, annehmen. Na, das reicht. Ist okay. Geröll, hier haben wir noch was zu holen. Sehr schön. Also Leute, jetzt können wir mal weitermachen, sonst kommen wir gar nicht mehr voran hier. Unser kleiner Cheat hier. Damit, dass man nicht Kreia ist. Es ist bewundernswert, dass ihr es so weit geschafft habt. Warum habt ihr nicht gesagt, dass ihr eine Abkürzung kennt? Ihr habt die dunklen Momente eurer Vergangenheit erneut erlebt. Die sieht ein bisschen anders aus. Jetzt müsst ihr euch der Gegenwart stellen. Oh, verstehe. Das ist noch eine Vision. Ihr seid nicht wirklich Kreia. Es ist ganz natürlich, dass ihr verwirrt seid. Die anderen und ich werden euch helfen, zu verstehen. Schande über euch. Wenn ihr mich einmal täuscht, Schande über mich, wenn ihr es zum zweiten Mal schafft. Weg von ihr. Sie ist eine dunkle Jedi. Okay, ich mache mit. Warum denkt ihr, dass Kreia eine dunkle Jedi ist? Ich habe genug von eurer abfälligen Verachtung. Ein blaues Laserschwert? Wir müssen trotz unserer Differenzen zusammenarbeiten. Lasst es gut sein. Beruhigt euch, Kreia. Ich werde mich vor diesem fluchenden Grobian beschützen. Und jetzt? Hey, was ist denn hier los? Haltet euch da raus, Baodur. Dieser Streit ist zwischen Etten und mir. Ihr bedroht Etten mit einem Lichtschwert und ich soll mich raushalten? Niemals. Warum sollte ich mir die Mühe machen? T3. Ja, komm, den versteht eh kein Mensch. Ihr drei fordert mich heraus? Ihr unterschätzt die Macht auf gefährliche Weise. Vergesst es, Kreia. Jetzt ist Schluss mit eurer dunklen Beeinflussung. Eure Freunde stellen sich allesamt gegen mich. Lasst ihr das zu? Ich denke, ihr ich wollt einfach zurück. Nichts tun? Apathie ist tot. Schlimmer als der Tod. Denn eine modernde Leiche nährt wenigstens Tiere und Insekten. Apathie ist tot. Untätigkeit ist der Tod. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Oh. Das wollte ich gar nicht. Let's go.
keine Chance. Ich sehe es doch jetzt schon. Das war's schon. Viel zu stark, Alter. Ich bin einfach viel zu stark momentan. Oh, ich glaube, das könnte der Ausgang vom Grab sein. Revan. Und ich? Viele Leute haben sich gefragt, wohin Revan ist. Muss ich jetzt gegen den auch noch kämpfen, oder was? Ach. Ich zeig dir, was ich mit dir anstelle. Let's go. Ja, komm. Er macht gut Schaden. Aber halt nicht. Ich bin beeindruckt. Ich bin bereit zu gehen. Eure Ratschläge machen mich krank. Wie eure Stimme in meinem Kopf. Wir sind aus einem bestimmten Grund auf diese Weise verbunden. Die Gefahren, denen ihr hier gegenübergetreten seid, sollten doch deutlich machen, dass ihr Gefährten braucht. Ich brauche eure Predigen nicht. Ihr versteht vielleicht noch nicht ganz, was ihr hier gelernt habt. Diese Weisheit kommt erst mit der Zeit. Ich bin bereit zu gehen. Durchsucht den Raum, in dem ihr euch aufhaltet. Ihr solltet einen Durchgang öffnen können, der aus dem Grab herausführt. Nun denn. Ja, Tagebucheintrag 2000. Erfahrung. Wir gucken dann. Ein alter Sarkophag. Was haben wir denn hier? Ein Kriegsschwert. Ja, nicht mal ein Laserschwert. Schade. Sehr, sehr schade. Okay. Bevor wir einfach rausgehen, möchte ich noch schnell gucken, ob ich Geröll. Nichts. Super. Was haben wir denn noch? Tür öffnen. Eine Weidenkiste? Mandalorian, ich hab Blaster. Wow. Oh, cool. Für meine Rüstung könnte ich das gut gebrauchen. Aber gut. Wir verlassen die Höhle. Wir verlassen die Höhle. Oh, wir sind draußen. Anständig. Oh, ich könnte meine Begleitersicherheit wieder rausholen. Hinzufügen. Hinzufügen. Ja? Natürlich sind die ja auch Levelaufstieg. Warte mal, Level. So, Talente. So, Kräfte. So. Sehr schön. Ich will trotzdem noch ganz schnell die Höhle fertig erkunden. Aber hier dürfte eh nicht mehr viel sein. Nach diesem kleinen Cheat haben wir einfach mal 2 Level geholt. Okay. Und ich habe sowieso nicht mehr viel Zeit. Da war nichts mehr. Da hinten sind noch ein paar Gegner, die zerfetzen wir noch. Ober eines Jedi. Nein, danke. Sowas brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir noch hier rechts. Davon habe ich noch mehr. Sehr schön. Jo. Ist da hinten noch was? Scheint wohl so. Probe eines dunklen Jedi. Auch cool. Dun, dun, dun. Sehr schön. Der Ausgang. Raus aus dieser... Also wir waren jetzt lang hier in dem Grab. Das muss ich echt sagen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich... Das sind ja nicht alle so gut wie ich. Dass das für einige ganz schön schwer sein könnte. Aber gut. Ey, jetzt will ich mal was testen. Geht das hier auch? Schade. Das wäre es jetzt gewesen.
Ah, hier haben wir noch eine Leiche. Das kann ich nicht fahren. Das ist wirklich nur da drin gewesen. Und Schluss damit. So. Also in die Gräber kommen wir anscheinend nicht rein. Aber ist okay für mich. Oh, wartet mal. Da hinten ist ja noch ein bisschen was. Ah, da erzählt uns wahrscheinlich nur Kraya. Ja, ja. Die erzählt uns nur von dem Grab. Und auf der Seite ist es wahrscheinlich genau dieselbe Geschichte, oder? Und da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Vor uns. Ja. Gell, wir kommen da nicht rein. Nee. Also gehen wir auf unser Schiff. Sehr schön. Wieder zurück auf der Ebon Hawk. Vertrautes, wohltes Heim. Eine Nachricht von Kelborn? Was will er? Er hat eine Nachricht von Tobin. Tobin versucht also, mich zu erreichen. Das hatte ich erwartet. Okay, ich habe verstanden. Wir sollten so bald wie möglich zum Lager der Mandalorianer zurückkehren. Es ist mir egal, wie dringend das Kelborns Meinung nach ist. Ich gehe nach Duxun, wenn es mir passt. Ihr hattet recht. Es ist keine Schande, das zuzugeben. Was können wir tun? Wir warten. Geduldig. Unsere Zeit wird kommen. Euch trifft keine Schuld, Dienerin Atris. Ihr wolltet nur sein Bestes, aber er hat es verschmäht. Er war es, der euer Geschenk ausgeschlagen hat. Ich glaube, daraus lässt sich eine Lehre ziehen. Vielleicht hättet ihr mehr tun können, aber das ist jetzt nicht mehr von Bedeutung. Okay. So, neuen Tagebucheintrag noch. Du hast von Kelborn erfahren, dass Meister Kavar eine dringende Nachricht für dich hat. Du solltest sofort nach Duxun kommen. Leute, das machen wir auch, aber wir sind bei einer Stunde angekommen. War cool auf Korriban gewesen und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, hoffe ich, ihr schaltet auch wieder ein zum nächsten Part, wenn wir uns mit Jedi-Meister Kavar treffen, um ihn zu zermetzeln. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch sonst einen schönen Abend oder Tag oder je nachdem, wann ihr dieses Video halt guckt und haltet die Ohren steif. Ciao!